Soll ich die annehmen? Hallihallöchen und willkommen. Super, dass du reinlaberst. Willkommen bei World of Warcraft Battle for Azeroth. Ja, wenn du die annimmst, teil sie aber dann mit mir. Ich habe gerade versehentlich eine Quest weggedrückt. Annehmen? Ja, ich muss die erst annehmen und dann kann ich die. Genau, dann kannst du sie teilen. Genau. Muss ich in den Questlog? Genau. Genau, einfach die Quest anklicken und dann kannst du die eigentlich mit jemandem teilen. Steht dann da. Unten wieder abbrechen, ausblenden, teilen. Hier, unter Quests direkt. Auf der Seite. Ja, yeah, ich bin ja gerade da. Nee, teilen kann ich die gerade nicht. Okay, ja gut, dann hat Pech gehabt. Dann machen wir hier erstmal. Wir müssen unser Einfluss. Ach da habe ich unser Einfluss ausweiten. Ja, habe ich jetzt auch. Ja, wahrscheinlich, weil wir schon in der Gruppe sind. Ja, das kann sein. Oh, die hatte ich vorher schon. Naja, egal, wahrscheinlich automatisch angenommen. So, wir wollten aber noch hier, müssen wir noch draufklicken. Auf die Speerkarte. Und da sehen wir Full Doom. Full Doom. Das ist das Letzte, was wir eigentlich machen müssen. Genau. Wir haben schon alles. Full Doom. General Yggdrasil verabscheut die Horde und treibt ein falsches Spiel. Solange er noch an der Macht ist, wird diese Stadt niemals sicher sein. Wir sind nicht alleine mit unseren Vorbehalten. Sprecht mit Prinzessin Talanji, um mehr zu erfahren. Sprecht mit... Ja, nehmen wir direkt an. Zack. Warum habe ich denn da noch eine Quest drauf? Keine Ahnung. Weil es einfach nicht weggeht. Alles klar. Ich muss einfach die Tür mal eben zumachen. Zeiten ändern sich. Die Sandalari müssen sich mitändern. Wir warten eben auf die Fee. Weil wir so Profis sind. Schalalalalala. Weil wir Profis sind. Lalalalalala. Oh. Ah. Ja, du musst lesen. Ja, ich weiß. Aber ach, ich habe mein Knie gestoßen. Ja, ich habe einen Kronleuchter. Ist der Hund schon wieder draußen? Wohl du. Yggdrasil stellt für mein Königreich und eure Horde eine ernsthafte Gefahr dar. Es wäre keine schlechte Idee, wenn ihr ein Auge auf seine Aktivitäten werft. Quest beenden. Ja. Hund guckte mich irgendwie gerade fragend an. Und ich hab noch... Das ist noch eine Quest. General Yggdrasil ist nicht zu trauen. Er hat irgendwas vor, aber ich weiß nicht, was es ist. Wer seine Befehle hinterfragt, den schickt er geradewegs in die Sande. Solange er an der Macht ist, ist meine Stadt nicht sicher. Sprecht mit einem Wachen und steht, was ihr und seht, was ihr herausbekommen könnt. Aber seid so diskret wie möglich. Wir wollen ja schließlich nicht, dass Yggdrasil Verdacht schöpft. Befragt Vollstrecker innerhalb von Dazar'alor. Hallo. Muss du zusammenhängen lesen. Auch dass die Schädel eurer Feinde eure Kleider schmecken. Muss einfach mal zusammenhängen lesen. Dann geht das. Wo müssen wir denn jetzt hin? Ich guck mal hin. Map. Diskrete Gespräche. In die Richtung. Ach, draußen. Irgendwo unten draußen. Unten draußen. Ich geh mal in Reisegestalt, aber ich werd schneller. Ja, ich auch meistens. So, du bist ja schon wieder weg. Was? Nein, ich bin hier draußen. Hier, siehst du mich? Ja. Dann bist du hier eh schneller als ich. Warte, hier müsste irgendwo einer sein. Da ist einer. Was wollt ihr von den Sandalari? Er muss auch lesen. Ist auch weiblich. Wenn ihr was wollt, dann macht kurz. Was könnt ihr mir über General Yggdrasil erzählen? Seid ihr lebensmüde? General Yggdrasil hat überall Augen und Ohren. Also ich glaube, diejenige will uns nicht allzu viel erzählen. Hier, nee, hier ist keiner. Er müsste weiter runter sein. Ich bin eigentlich drauf auf dem Punkt. Ich hab sie. Ja, warte, ich komm. Bin ich sehr weit runter? Ja, es geht. Braucht ihr Schutz? Oh, das ist ein Kerl. Ich habe nur wenig Zeit für Plapperei. Was könnt Warum ihr mir... Warum fragt ihr sowas? Danke. Wollt ihr raus in den Sand geschickt werden? Danke, dass du vorher geklickt hast, weil dann startet bei mir auch.
Dämlich. Ja, ich weiß. Nur manchmal. Ich hoffe nicht. So, hier ist der Letzte. Was wollt ihr? Redet schon. Raus damit, Zunri. Ich werde nicht fürs Reden bezahlt. Was könnt ihr mir über General... Ja, hatten wir schon. Ich stelle keine Fragen. Ich befolge Befehle. Ihr solltet besser dasselbe tun. Aha. Der Krasett will euch tot sehen. Auf euren Kopf ist ein Preis ausgesetzt. Ach so, der greift mich auch an. Also Yakrat Z mag uns nicht. Nee, weil er rausgekriegt hat, was wir Frage stellen. Hey, ihr da. Ja. Seid ihr der Fremdling, der überall nach dem General fragt? Kommt drauf an. Ja. Hä? Musst du lesen. Wenn ihr solche Fragen stellt, werdet ihr euch mehr Feinde als Freunde machen. Respekt. Kalanji hat euch geschickt, was? Die Prinzessin sollte wissen, dass es nicht mehr sicher ist, offen solche Fragen zu stellen. Kriegswache Rakera war so unvorsichtig und seitdem hat keiner mehr was von ihr gehört. Angeblich wird sie nach Volun verbannt. Blöde Mücke, annehmen. Warte, annehmen. Folgt. Niemand verdient ein Stück. Folgt Klingwache aber bleiben Katja. Wir unauffällig. Kaya. Kriegswache Rakera war meine Kommandantin. Die Mücke. Beste, die diese Stadt je hatte. Sie hat mir gesagt, sie kann beinahe beweisen, dass General Jakrasetten Hochverräter ist. Seitdem habe ich nichts mehr von ihr gehört. Nichts mehr? Was sie dort rausgefunden hat, hat ihr eine Reise in die Wüste eingebrockt. Okay. Die Dünen sind ein Todesurteil. Ich werde nicht rumstehen und zusehen, wie Rakera vom Sand verschlungen wird. Wie ihr sehen könnt, sind auch in unseren Reihen noch ein paar, die das Gleiche glauben. Okay. Klingt cool. Hier ist ein freies Flugweg. Ich gehe mal davon aus, dass wir gleich fliegen. Fasst euch mal kurz, aha. Ja. Wir werden nicht zulassen, dass Rakera mit ihrem Wissen in den Sanden verschwindet. Quest beenden. Aber es kommt eine. Hm. Ich will nicht mehr. Nein, Quatsch. Was auch immer Rakera aufgedeckt hat, war wohl wichtig genug, um ihren Todesurteil in den Sanden einzubrocken. Wir müssen nach Voldun, um sie zu finden. Wir dürfen nicht zulassen, dass ihr Wissen über Yakrat Zed mit ihr in den Dünen verloren geht. Fliegt in den Wüsten von Voldun und sucht dort nach Kriegswache Rakera. Wir machen uns auf, wenn ihr bereit seid. Aber verschwendet keine Zeit. Rakera wird in den Sanden nicht lange überleben. Also was wir jetzt rausgefunden haben, ist, das ist eine richtige Frauendomäne hier. Ja. Muss man ja mal so sagen. Gut, wir verschwenden keine Zeit. Wir fliegen los. Hallo? Wir fliegen los. Ich habe den Paradox bestiegen. Ah ja. Wir müssen durch den Sumpf. So, solange wir in der Luft bleiben und keiner uns sieht, sollten wir nicht so viele Probleme haben. Ja, viele Frauen, ne? Ich sag ja, wir Frauen sind besser als ihr Männer. Manchmal. Halt für ein Gerücht. Gerücht. Gehen wir jetzt schon runter? Sind wir jetzt schon da? Kann ich mir kaum vorstellen. Gruselige gegen dir. Hier waren wir aber auch schon, ne? Oder? Hier waren wir doch schon. Ja, wir haben aber irgendwo noch eine Quest irgendwo. Ja, ja. Kaya, was sind das für Dinger da unter uns? Hä? Dinger für unter uns? Fliegt weiter und hofft, dass wir es nicht rausfinden. Was waren das denn für Dinger unter uns? Ich nicht, hab ich nicht gesehen. Ich auch nicht, Mann! Ah! Scheiß Spoiler! Da wahrscheinlich das Rote, was wir so zwischendurch sehen. Da, aber hier waren wir schon. Der Pass! Fliegt tief und haltet die Augen offen nach einem Lebenszeichen von Rakera. Kaya, wir sollten den Kurs anpassen. Wir sind bald im Gebiet von den Sethrak. Die Schlangenmenschen? Ich dachte, die verstecken sich unter den Dünen. Ihre Zahl scheint gewachsen zu sein. Tatsächlich. Fliegen wir nach Westen. Ich will keine unnötigen Konflikte. Schlangenmenschen? Ja, die bevor immer in dem Basis. Wir müssen schneller machen. Der König hat neugierige Gäste. Das könnte ein Problem werden.
Tut ihr euren Teil, General. Und ich erledige meinen. Eindringlinge! Ihr werdet in diesen Dünen sterben. Natürlich, mich treffen sie wieder. Bring euch in Sicherheit. So weit weg von diesen Schlangen wie nur möglich. Ja, aber jetzt. Ja, super. Die siehst du auch im Ladescreen immer, diese Schlangenmenschen. Ja. Oder was auch immer die sind. Oh, ich bin sehr angeschlagen. Ich glaube ich auch, aber ich habe immer noch... Unser Befehl lautet, es zu töten. Lassen wir es leiden. Oh, wir sind eingesperrt. Nicht heute, ihr Schuppenköpfe. Oh, Seid ihr noch am Leben? Ja. Wie gut könnt ihr mit eurer Waffe umgehen? Naja, es geht so. Ich habe keine Tränke mehr. Und zwischen hier und meinem Wagen lauert da ein ganzer Haufen Sethrak. Wenn ihr kämpfen könnt, würde ich etwas Hilfe durchaus begrüßen. Die ist aber niedlich. So. Vier Vulperer sind stärker. Ach, das spielen wir jetzt separat, ne? Ja. Diese Schlangenleute werden für das bezahlen, was sie meinem Zuhause angetan haben. Quest beenden. Bewaffnet und bereit. Ihr müsst etwas Besonderes sein, wenn die Sethrak euch noch nicht auf der Stelle getötet haben. Entweder das oder ihr bringt einen guten Preis auf dem Sklavenmarkt. Aber keine Sorge, wir kommen hier schon raus. Ich habe einen Wagen am Eingang, aber keine Waffe, mit der ich kämpfen könnte. Zum Glück scheint die Sethrak ja eure Menge davon zu haben. Lehrt sie das Fürchten? Ja, dann nehmen wir uns einfach mal irgendeine Waffe. Ich nehme mal die sind relativ gut. Eine gute Wahl. Gut. Damit komme ich klar. Heute ist ein guter Tag zum Kämpfen. Sie sind meine Wie eigene Waffe Tag bekämpfen, eigentlich. Das gefällt mir. Ich bin bereit. Blasen wir zur Sethrak-Jagd. Ja, ruhig mit dem Blasen hier. Sethrak werden bereuen, jemals unsere, Entschuldigung, Karawanen angegriffen zu haben. Kampfgarderobe. Kiro ist die Anführerin meiner Karawane. Er ist der Anführer, nicht die. Er war schon immer viel zu passiv. Ich habe ihn gewarnt, dass wir einen Präventivschlacht gegen die Sethrak führen müssen. Aber er hat darauf bestanden, dass wir die Köpfe einziehen und weiterhin still und leise unser Geschäft nachgehen. Seht, wo uns das hingeführt hat. Unsere Karawane war vollkommen unvorbereitet auf diesen Angriff. Ich bin bereit, um für das, was uns gehört, zu kämpfen. Aber ich bin nicht gerade passend für eine Schlacht gekleidet. Helft mir, hier unter unseren Feinden die passende Ausrüstung zu beschaffen. Wir werden ihren eigenen Werkzeuge gegen sie verwenden. Ja gut. Und Antwort auf die Angriffe. Die Angriffe der Sethrak auf unseren Höhlen dürfen nicht ungestraft bleiben. Sie müssen lernen, dass sich nicht alleine Bewohner der Wüste so leicht geschlagen geben. Das Einzige, was Sethrak verstehen, ist Blut. Also werden wir ihnen ihre Lektion in genau dieser Sprache erteilen. Nisha hält inne und schaut euch fragend an, als zweifelt sie daran, dass ihr sie versteht. Ich will damit sagen, dass wir die Sethrak hier töten müssen. Und zwar alle. Lasst mir ein paar Sethrak übrig. Ja, dann lass uns mal loslegen. Sie begleitet mich, das macht mich schon irgendwie so ein bisschen, entdeckt die verlassene Höhle. Macht mich schon ein bisschen, cool, du bist irgendwo anders. Ja, das ist... So. Seht, was die Sethrak unserer Heimat angetan haben. Ich sehe es. Oh, wir sehen uns jetzt. Echt? Ach so, oh. Dadurch. Was fängt da an? Ich spiele auf jeden Fall. Bist du oben? Ja, ich bin jetzt schon in der Höhle. Ah, da bist du. Hi, Fee. Was bin ich? Ja. Meiner Süßen hier. Die habe ich gerade geheiratet. Zwischenzeitlich. Ah, ist die Dumme. Wir waren nicht gegen ihren Angriff gefeit. Die Sethrak kennen beim Töten und Versklaven keine Reue. Nö, wir auch nicht. Ja, wir müssen ja auch noch die Sachen für die. Ja, hier ist irgendwo was. Hier müsste irgendwo was sein. Ich weiß noch nicht genau wo.
Wahrscheinlich da am Feuer oder in dem drin, aber dann muss ich nur durchfalten. Naja. Eh, 12 Stück davon töten. Mein Leben für das Imperium. Ja, ja, ach, also, ja, ich sehe es auch jetzt. Scheiß Imperium, Mann. Was? Ja. Ja. Jetzt so. Wissen die Sethrak, wen sie fürchten müssen. Die Vulpara. Die sind voll süß eigentlich. Die Vulpara. Voll fröhlich so. Ja. Yeah. Voll süß. Ich finde die voll niedlich. Da ist auch irgendwo eine Kiste. Hier, ne? Ja, ich sehe die doch schon. Da läuft so. Die Vulpara sind ein duldsames Volk. Wir ziehen mit Karawanen umher, verwerten, was wir finden. Helm und die gefunden. Vulpara sind überhaupt nicht schwach. Sie werden uns fürchten. Ja. Wo ist die Kiste? Hier. Ach da! Cool. Mach du die als erstes auf? Hab ich. Geh ich jetzt. Ist sie bei dir geblieben? Ja, ne? Ja. Ja, natürlich. Weil wir sind ja in einer Gruppe, wir können die beide looten. Oh ja. Wir haben die ja ein bisschen verbessert. Du musst es ja gleichzeitig. Kortek. Contess? Ah, ne. Das war was anderes. So. Kortek. Naja, ich hab verstanden. Ich hab ja nur Cortez Spaß gesagt, Contess. Die Contess. Macht nichts davon, müssen wir ja auch ein paar töten. Ja. Hallo! 12 Stück. Warte, da ist ein Wächter hinter uns gespawnt. Oder aufgetaucht. Ja gut, die können sich wahrscheinlich im Sand verstecken, tippe ich jetzt einfach mal. Ich habe Kiro gewarnt, dass sich die Sethrak früher oder später auf uns stürzen. Wir hätten uns wappnen können. Vielleicht hört er jetzt endlich zu. Tja, vielleicht aber auch nicht. Das weiß man eben halt nicht. Manche hören spät. Oder nicht. Nein, Vorsicht, hinter dir. Ja, hab ich schon. Das ich hoffe, die anderen sind auch in Sicherheit. Das Ende. Hier müsste irgendwo Kleidung liegen, glaube ich. Ah, da. Oder? Ist das? Ja, ja. Sprengstoff. Diese Sethrak werden für das bezahlen, was sie unserer Heimat angetan haben. Warte, ich gebe nur meinen ab. Wird frei sein. Ich auch. Glaube ich. Jetzt sind wir bereit für eine Herausforderung. Ach, ich kann mir was aussuchen. Meisterschaft oder kritische Trefferwerte? Meisterschaft. Ja, nee, komm. Ich verzichte auf, oder? 250er? Nee. Was denn? Geht ja schon wieder an der Quest. Ja, warte mal. Ich suche noch gerade aus. Zurzeit angelegt. 750er, 767er. Dann nehme ich die 700. Oh, Angriffspläne. Jetzt kannst du mal eben vorlesen. Bevor wir angegriffen wurden, hatte ich einen Plan für einen Angriff auf die Sethrak ausgearbeitet. Möge der Wind er wurde auf Grundlage einer freier Information geschmiedet. Das weiß ich, weil ich die Information selbst gesammelt habe. Ich habe ihr ganzes Lager inspiziert und eine Karte nach meinen Erkenntnissen gezeichnet. Mein Plan stützt sich auf diese Karte. Aber sie befindet sich in den Händen von Giftzahnruferin Skaraka. Die Schlängerin. Kann es sein, dass der Elvis bei den Kindern ist? Lasst mir ein paar Sethrak übrig. Was denn? Soraya ist gerade rausgegangen. Ach so, weil. Die den Stimmangriff auf meine Heimat leitet. Helft mir, sie zu töten, damit ich mein rechtmäßigen Eigentum zurückbekomme. Holt Nishas Angriffspläne von Giftzahnruferin Kraka zurück. Jetzt sollten wir ein bisschen Gas geben, weil da laufen gerade welche. So. Und die werden uns jetzt wahrscheinlich die Viecher streitig machen. Oder die Gegner. Warte, ich gehe schon mal. Heute ist ein guter Tag zum Kämpfen. Ich will nicht kämpfen. Wie jeder Tag eigentlich. Ihr könnt das Imperium der Treulosen nicht aufhalten. Die müssen wir holen, ne? Ja, genau, das will ich direkt auf die los. Hm. So. Los geht es hier. Ihr
Ihr könnt den Sturm nicht aufhalten. Hast du eine Ahnung, was wir können? So, jetzt nehmen wir mal ein bisschen Selfie. Ja, aber wir stellen uns ein bisschen hier hin. Ja, und dann... Wir Vulperer sind stärker, als wir aussehen. Ja, für dich. Genau. Angriffspläne. Mein Angriffsplan ist sowohl detailliert als auch gefährlich. Das haben wir gemerkt. Diese Pläne werden unsere Schlüssel sein, den Kampf zu den Seskrak zu tragen. Respekt. Ihr Blut strömt die Dünen bis zu ihrer Festung hinab. Die Seskrak werden es sich zweimal überlegen, bevor sie unsere Höhlen noch einmal angreifen. Quest beenden. Und sehr ja, natürlich. Neue. Der Stab ist total mies. Ja. Solario Nona. Oh. Ich glaube, es ist Zeit, dass wir uns aus dem Staub machen. Hoffentlich ist mein Wagen noch in der Nähe. Ich fahre uns zu unserem Versteck. Ihr müsst einfach nur Sprengstoff auf alle Seskrak werfen, die mutig genug sind, uns zu folgen. Findet Nishas Wagen und bringt euch damit in Sicherheit. Möge der Wind Quest annehmen. Immer in eurem Rücken und das Schwert immer in eurer Hand sein. Was müssen wir jetzt machen? Findet Nishas Wagen. Ah, da. Ja, genau, der ist da und dann müssen wir Sprengstoff auf die Seskraks werfen. Die uns Wobei folgen. Der Stab für eine meiner Waffen recht gut war, glaube ich. Noch da, ja, bei mir wo ich nicht. Ihn gelassen habe. Ja, du darfst nicht vergessen, Stab ist immer zwei Hand. Nee, eine Hand. Festhalten, das wird holprig. Juhu! Achso, wo sind wir die bekommen Seskrak, anscheinend da? Besuch. Heißt sie willkommen, keine. Champion. Ach da. Ach, die weiß aber, dass ich Champion bin. Ich glaube, wir haben es geschafft. Gute Arbeit da hinten. Danke. Gute Arbeit da hinten. Das Versteck sollte da vorne sein. Dort sind wir sicher. Zumindest für eine Weile. Sieht ein bisschen aus wie, wie hieß das nochmal? Wie ist das Gebiet denn nochmal? Entdeckt voll du. Wie hieß das Gebiet nochmal? Winter? Ne, wie hieß das nochmal? 1000 Nadeln? Achso. Wie ist das 1000 Nadeln? Ist das? Ja, ne? Als hey. Warst du sandig, wa? Ja, genau, was jetzt mittlerweile komplett unter Wasser ist. Den Sanden sei Dank, ihr seid in Sicherheit. Ja, das war 1000 Nadeln. Ich finde immer einen Weg. Ist das noch ein Überlebender? Sie wird es vielleicht nicht überleben. Sie ist schwer verwundet. Ach, das ist doch die, mit der wir hier hingeflogen sind, oder? Ja. Wollt ihr handeln? Ja, Kaya. Oh, schon wieder. Nee, das sind Typen. Kiro. Ja. Ein explosiver Abgang. Das ist eine Trollfrau, mit der ihr hergeflogen seid, nicht wahr? Für den Moment ist sie noch am Leben. Quest beenden. Natürlich hat er ein neues heilendes Gift. Mera hat eure Freundin in den Dünen gefunden. Der Blitzschlag hätte sie fast umgebracht. Ohne Behandlung wird sie nicht lange überleben. Die Stiche der Wespen im Wald sind schmerzhaft, aber ihr Gift dafür heilende Eigenschaften. Auch ihre Drüsensäcke kann ich entnehmen, was ich brauche. Mit einer ordentlichen Menge an Gift sollte uns es gelingen, die Wunden eurer Freundin zu lindern. Ja. Der Sand verschluckt die Verschwenderischen. Und hier ist noch eine. Ich kann euch helfen. Die ist aber süß. Die ist aber leider weiblich. Frisch gepresst. Ist das eine Trollfreundin von euch? Ich bin so froh, dass Kiro mir erlaubt hat, mich um sie zu kümmern. Er ist Fremden gegenüber zwar skeptisch eingestellt, aber er ist ein guter Heiler. Ich verspreche euch, dass sie aufwachen wird. Und wenn das passiert, wird sie sehr durstig sein. Hier in der Wüste gibt es kaum Wasser, aber ihr habt Glück. Der Hain, der diesen Lager umringt, ist von stacheldichten Blättern nur so überwuchert. Das Fruchtfleisch kann man nicht essen. Aber der enthaltene Saft ist der beste Durstlöscher weit und breit. Drückt sie einfach kräftig aus und fangt den Saft auf. Presst achtmal Stachel, Blattsaft aus. Ja, ja. Moment.